Morgen aus New York. Wir gehen jetzt frühstücken. Ich habe gerade geduscht. Meine Haare sehen noch so richtig fertig aus, aber ich werde die nach dem Frühstück machen. Und das Wetter ist heute bewölkt, obwohl die Sonne scheint. Aber es ist so kalt draußen, es ist einfach so unerträglich. Und heute geht's zur Fashion Week. Ich habe mir gestern so ein Kleid von Forever 21 gekauft, das werde ich heute anziehen. Und ja, heute werde ich euch auch das Frühstück zeigen. Und ich hoffe nicht, dass es das gleiche ist wie gestern. Na gut, dann melde ich mich, wenn wir am Frühstück sind. So, Schmiede, wir warten hier gerade auf unser Frühstück. Und hier ist das Menü. Das, was wir bekommen, ist free, aber das hier, das kostet. Ist schon ein bisschen teuer, aber ich überlege echt, ob ich mir was von hier holen soll, weil es natürlich viel leckerer ist und viel mehr Auswahl hat. Ja, jetzt warten wir gerade auf unser Essen. Das ist eigentlich richtig schön. Ich habe hier schon meinen Kaffee, der ist so schön. Der ist so schön. Der ist so lecker und warm. Too good? Nee. So, wir haben jetzt unser Frühstück bekommen. Ich finde das Frühstück ist sehr mager und sehr trocken. Also halt die Früchte und hier das Brot. Und heute haben wir so einen Muffin dazu bekommen. Gestern gab es ein Croissant. Und hier ist halt so Butter und Marmelade. Ja, na dann, guten Appetit. So, da mir das andere jetzt nicht so gefallen hat und ich nicht immer das gleiche essen wollte, habe ich mir jetzt das hier bestellt. Dieses kleine Pups kostet allein 16 Dollar. Das sind 20 Euro, ne? Ach nee, das sind 15 so. 15 Euro, das ist schon krass. Naja, ich hoffe, das schmeckt und jetzt aber guten Appetit. So, wir sind jetzt fertig. Also ich bin jetzt fertig. Das ist mein Kleid. Richtig süß von Forever 21. Und hier sieht man mein BH, aber ich hatte echt gerade jetzt keinen, der durchsichtig ist oder ohne Träger. Deswegen muss ich ihn jetzt einfach nehmen und wir müssen uns echt todes beeilen, weil wir sehr spät dran sind. Und ja, wollte mal schnell mein Outfit zeigen. Seht ihr das überhaupt? Ja, und jetzt gehen wir los. Wir sind so spät dran. Scheiße, ich hoffe, wir kriegen noch ein Taxi. Es ist so kalt draußen. Ich bin hier so hin. Was sagst du dazu? Sehr schön. Alter, wie sehe ich aus? Von innen drin so voll geil, von außen. Oh la la, siehst reich aus und so. Ja. Oh Gott, ist das kalt! Wuhu, ich freue mich jetzt aber auf die Fashion Week! Wir sind gerade im Taxi. Wir haben jetzt erstmal die Adresse 10 Jahre suchen müssen. Der Taxifahrer wusste nicht genau, wo lang. Beziehungsweise welche Adresse das ist. Und wir sind ziemlich spät dran, weil um 13 Uhr beginnt die Show und es ist 12.30 Uhr oder so. Auf jeden Fall versuche ich euch jetzt so ein bisschen die Stadt zu zeigen vom Auto. Und genau. Viel Spaß. Oh
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Wow, ist das riesig hier. Wir haben jetzt eingecheckt zur Fischmilch und es ist voll. Viel größer als von Berlin. So, wie sieht mich gar nicht, oder? Professional camera. It's not like my iPhone. I have standing for the Galaxy. So, jetzt sind wir hier auf der Fashion Week und sitzen an unseren Plätzen. Es ist riesig. Und voll. Man kann da vorne Bilder machen vor dem Namen von der Designerin oder Designer. Ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ehrlich gesagt kenne ich auch die Designerin nicht. Meine Mama macht hier schon Videos. Jetzt freue ich mich auf die Show und nachher will ich unbedingt dort hinten Bilder machen. Ich hoffe, dass es gut geht. Vorne besser gesagt Fotos machen können, weil dort auf jeden Fall viele Bilder machen und der Hintergrund ist schön. Und ja, jetzt machen wir hier so ein bisschen ein paar Bilder. Die Sonne scheint, aber wir frieren, wir frieren. Ja, wie geht der? Da ist jemand drin hier. Yeah. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Hotel, ziehen uns um und fahren dann woanders hin. Belle, oder? So, wir sind jetzt im Hotel und ich habe mich jetzt umgezogen. Jetzt gehen wir raus. Wir wollten eigentlich Top of the Rock gehen, dieses Rockabilly Center oder irgendwie sowas. Das ist auch so ein Building und bei mir steht im Internet, dass es geschlossen hat. Aber dass es die ganze Woche geschlossen hat. Ich muss jetzt nachfragen. Ich habe gar keine Lust rauszugehen, weil es so kalt ist. Ich habe mir jetzt so einen Rock und so ein Dings angezogen. Ja, und jetzt geht's weiter.
bestimmt genauso hoch wie Fernsehturm. Also von daher, außer nur das Fernsehturm zu ist und das glaube ich auch. Ja, ich freue mich. Gut schon. Da hinten sind die Felsschatten. Wir sehen zum ersten Mal da hinten. Zeig ich dir gleich. Da geht. Oh Gott. Leute, ich realisiere das jetzt. Also ich bin sicher in New York. Mein Traum ist tatsächlich in der Berlin. Traumhaft. Central Park. Leute, es ist so kalt, man kann wirklich keine Bilder machen und das stört mich so sehr. So sehr ich mir Mühe gebe, dieser Wind. Guck mal bitte meine Hände an, die sind so kalt. Dieser Wind, eiskalte Wind, den hörst du sogar, der ist unmöglich. Der ist unmöglich. Und es ist einfach zu kalt, wirklich zu, es ist kaum ertragbar. Ich krieg keine schönen Bilder hin. Das stört mich so krass. Aber eigentlich ist das, was ich mir vorgenommen habe, dass ich richtig geile Bilder mache und die dann ausdrücken und alles. Aber ich glaube, da draußen wird nicht viel. Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, to my shadow. Leute, meine Hände für euch bitte. Meine Hände am Guckt euch. Ich weiß nicht, wo man das sieht, aber die sind tot. Es ist schweinekalt. Michael, willst du jetzt hier, oder? Es ist so kalt. Ah, shit. Meine Beine. Ich bewege mich jetzt erstmal nicht.
Oh Gott. Minus 11 Grad. Und wenn das nicht gelogen ist, Alter, es fühlt sich an wie minus 5000. Oh Gott. Aber The Rock of the Pop, The Pop of the Rock. Wie hieß das? Keine Ahnung, auf jeden Fall da oben war es so was von geil. Also, Pop of the Rock. Das Geile war, da ist, dass ich mein eigenes Bild habe. Ich kann noch nicht mal reden, weil mein Mund noch so kalt. Ich habe ein Bild gemacht von Empire State Building und alles. Mega geil. Es war mein Wunsch, dass ich so ein Bild habe, was ich geschossen habe. Und das ist einfach bombastisch geworden. Und wir waren gerade bei McDonald's. Mal wieder. Weil irgendwie finden wir hier keinen anderen Laden. Und wir essen jetzt erstmal. So, jetzt gibt's McDonald's. Ich habe mich jetzt gerade abgeschminkt und ich werde jetzt einfach nur gute Nacht sagen, weil ich bin so müde. Wir haben gerade mal 20.30 Uhr, kurz vor 21 Uhr. Mir ist immer noch kalt. Der Tag war heute richtig geil. Es war so ein schönes Erlebnis, auf diesem Building zu sein. Und ja, morgen versuchen wir auf die Brooklyn Bridge zu gehen. Wir müssen um 12 Uhr auschecken und um 22 Uhr fliegt erst unser Flieger. Deswegen einfach bis morgen. Gute Nacht.